Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. So, dann drehen wir nochmal eine Runde durchs Schiff und quatschen mit allen. Ich schätze mal, Chuck, was hat nichts Neues? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Nein. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Schade. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie riesige Käfer. Wer weiß, was die... Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Das ist eines der besten Komplimente, die wir von Miranda bekommen können. Und auch wenn ich kein Freund von Cerberus bin, aber... Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und Ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Sind Sie damit nicht einverstanden? Doch, ich bin nur beeindruckt. Sie sind... Nun, sehen Sie sich doch mal an. Ein Kind aus einer Kolonie, aus einem Fertigbau, das sogar den verloren hat, als die batarianischen Sklavenhändler kamen. Und doch haben Sie mehr geleistet als ich. Obwohl mein Vater alles getan hat, um mich perfekt zu machen, sind Sie das Beste, was die Menschheit zu bieten hat. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Es ist sicher schwer, damit zu leben. Aber vielleicht sehen Sie das ja anders, wenn wir die Galaxie gerettet haben. Hoffentlich. Danke für Ihren Besuch, Shepard. Hat mich gefreut. Abtrünnig? Was davon war abtrünnig? Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn du weißt, dass alles, was du kannst und weißt und so beabsichtigt erzeugt worden ist, ist halt schwierig. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, Garrus hat nichts Neues. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das belastend ist. Aber das wird schon. Shepard? Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf, ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Er ist so herrlich chaotisch. Wissen Sie, ich dachte, die Verbindung zu Ihrer Vergangenheit würde für Stabilität sorgen. Sehen Sie, langsam wird's lustig.
Ich erinnere mich an gute Todesfälle und sie machen diese ulkige Menschennummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind sie zuständig, Kampfmeister. Wegen ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Ich mag ihn ja. So wütend und böse Kroganer auch immer sind, aber irgendwie sind sie schon so faszinierend. Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Was können wir für Sie tun, Commander? Meine zwei Lieblingstechniker. Weitermachen. Jawohl, Commander. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ach ja. Ich glaube, schon langsam haben wir dann alles, ne? Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer, irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist. Es interessiert sie doch gar nicht, wenn es sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald sie rauskriegen, dass sie nicht der Erste sind und ich gegen ihre Hilfe immun bin. Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemandem was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele... Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Das stimmt. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Darum geht's mir nicht. Ich verstehe Sie nicht. Sie wollen nichts kommen, aber immer wieder vorbei. Okay. Vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht.
Es ist so schön, sie damit zu verwirren. Verdammt, Shepard, ich habe gerade in Nostalgie geschwelgt. Ich gebe Taylor Stead keine Schuld. Man muss eben tun, was man tun muss, um zu überleben. Ich hatte es mal mit einem batallanischen Lager wie dem da zu tun. Hatte den Auftrag, das ganze Lager von der Karte zu radieren. Männer, Frauen und den Anführer. An dem Tag habe ich gelernt, dass Despoten Feiglinge sind. Wenn man ihnen zeigt, dass man selbst das Sagen hat, nicht sie, heulen sie wie kleine Mädchen. Eine Wahnsinnsmission da unten auf Zoria. Ich fasse es nicht, dass Vido entkommen ist. 20 Jahre habe ich ihn verfolgt und jetzt war alles umsonst. Aber ich muss es vergessen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Ja, das wird er mir ewig nachtragen. Habe ich eigentlich momentan Fische? Nein. Ach so, ich wollte ja zuerst mal nachsehen. Ja, wir haben noch Projekt Feuergänger und die Pakete und die Ankunft. Ja, dann haben wir noch einiges zu tun. Gut, Projekt Feuergänger dürfte nicht so lange dauern, glaube ich. Treibstoffreserven bei 50%. Ich muss das endlich mal alles abklappern. Wird echt Zeit, dass ich das mal abklappe. Moment. Verzeihung. So, ich glaube, die Feuergängersachen sind nicht so lang. Karumto, ein erdgroßer Planet, der in einen undurchdringlichen Dunst aus Kohlendioxid und Asche gefüllt ist. Ist ein gnadenloser Ort. Erdbeben, vulkanische Gase und Staubwolken haben jede Besiedlung verhindert. Auch an seiner schwefelhaltigen Kruste hat bis jetzt noch niemand Interesse gezeigt. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Forschungsstation im Inneren des Vulkans auf der Planetenoberfläche geortet. Die Datenspeicher der Forschungsstation sind noch aktiv und enthalten möglicherweise wertvolle Informationen. Warnung, Vulkan ist instabil. Äußerste Vorsicht ist anzuraten. Na dann. Ich glaube nicht, dass wir aussteigen, aber ich nehme halt irgendwen mit. Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört.
Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Uiuiui. Da drüben ist was. Warnung. Gebiet wegen instabiler vulkanischer Aktivität gefährdet. Ja, nice. Gut, das ist irgendwie selbsterklärend, oder? Ha! Hindernis geortet. Unten ist dann auch noch was. Hindernis geortet. Hindernis geortet. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja, ist ja schon gut. Genau zur Lava. Das ist jetzt doof, weil da hinten ist ja was. Aber ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Kann ich eigentlich... Mineralienvorkommen entdeckt. Nein, okay. War ein Versuch wert. Primärsysteme online. War ein Versuch wert. Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Hier geht's runter, okay. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Warnung. Gebiet wegen instabiler vulkanischer Aktivität gefährdet. Ist nicht wahr. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Das war's schon? Ich dachte, hier wäre noch was. Okay. Komme ich nicht hoch, oder? Na ja, doch, könnte sich ausgehen. Evakuierung abgeschlossen. Haha. Evakuierung? Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Was für eine Evakuierung ist abgeschlossen? Ja, ist ja gut. Mann, oh Mann. Das mochte ich am Mako, der war schön leise. Eingang zur Forschungsbasis voraus. Tatsache. Was ist das hier wahrscheinlich? Aber ich frage mich, was ist dann hier?
Nichts, okay. Na dann. Gehen wir es an, würde ich sagen. Moment. So. Freaky irgendwie. Schon riskant, hier eine Forschungsanlage hinzustellen, oder? Log von Dr. Casey. Wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedoch jedweder Daten höchst riskant. Ja, das glaube ich. Höchst riskant ist wahrscheinlich noch untertrieben. Ja, das ergibt Sinn. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortige Abreise. Ja, gleich. Dieser höllische Planet ist eine Sternenkarte, die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt. Dr. Aloy und ich haben nur wenige Stunden, um so viel wie möglich zu bergen, bevor die Bedingungen so gefährlich werden, dass wir abbrechen müssen. Wir haben zu spät herausgefunden, dass unsere Energieraster die vulkanische Instabilität verstärken. Das hätte ich zuerst lesen sollen. Wenn wir noch mehr Zeit zur Untersuchung hätten, ich bin sicher, dass hier der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt. Zu allen, verfluchter Planet. Oh Mann. Ja, okay, mehr gibt's eh nicht. Ja, ist ja schon gut, ich hau schon ab. Der ganze Planet ist eine Karte? Habe ich das richtig verstanden? Ah ja. Jetzt ist hier frei. Ja.
getroffen habe. Uiuiui. Ja, das sollte schon gehen. Anomalie geortet. Erste Untersuchungen von Korang merkten bereits eine hohe Dichte und die aktive Plattentektonik an, was auf eine hohe innere Hitze schließen lässt, die durch eine überdurchschnittliche Konzentration schwerer und radioaktiver Elemente entsteht. Testbohrungen ergaben einen enormen Mineralreichtum, aber die Entfernung zum Massenportal im Sentry-System ließ eine Erschließung bis Ende 2183 als unprofitabel erscheinen. Die Atmosphäre besteht aus Methan, Ammoniak und Wasserdampf, eine sogenannte Ursuppe, ganz ähnlich wie anfangs auf der Erde. Allerdings gibt es auf Korang keine Hinweise auf Leben jenseits von simplen Aminosäuren. Die minimale Energieversorgung durch den roten Zwerg Ver hat auf der Oberfläche zu einem erheblichen Energiedefizit geführt, obwohl die vulkanischen Aktivitäten vielleicht noch Möglichkeiten für Entwicklung unter der Oberfläche bieten. Okay. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Gens haben Anlagen geortet, die zu den Beschreibungen von Dr. Cases Beobachtungsstation passen. Eine Erkundung könnte möglicherweise wertvolle Missionsdaten liefern. Warnung. Geth-Präsenz auf der Planetenoberfläche geortet. Seien Sie extrem vorsichtig. Joa, das schaffen wir schon. Das machen wir. Kein Ding. Ich weiß nicht. Scanne nach Missionszielen. Missionsziele geortet. Gut, normale Fußsoldaten haben jetzt nicht viel Chance. Das gilt als Artefakt, okay. Ja? Ah, dahinter ist was, okay. Ich dachte gerade, die Wand kann man einschießen oder so. Das sieht nicht so gesund aus. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot.
Ich mag das ja. Die Kanone vom Hammer. Feindliche Streitkräfte nähern sich. Ich glaube schon. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Okay, das sind 3 von 5. Wo geht's jetzt weiter? Hier? Ich glaube, hier geht's wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind, ne? Ja. Zwei Artefakte brauchen wir noch, da ist eins. Sollten alle gewesen sein. Eins fehlt dann noch. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja, ist ja schon gut. Da ist es. Da ist das letzte. Warnung, Geth-Streitkräfte entdeckt. Perfekt. Ständiges Rauchverbot. Nochmal umsehen. Aha. Hindernis geortet. Nee, sonst sieht's hier eigentlich nicht so aus, als wäre noch was. Nö. Alles gut. Perfekt.
Dann haben wir alles. Gut, dann die Auswertung und alles vom Projekt, nehme ich an, bekommen wir noch. Und ansonsten fehlt uns nur mehr Ich, glaube ich. Und der Ankunfts-DLC. Ist auch spannend. Da bin ich auch schon gespannt. Ist ja alles eine Weile her bei mir. Und ja, freut euch drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.